Der Autokran ist da. Jetzt zeigt sich, ob sie alles gut vorbereitet haben. Mit dem Kran wollen sie ein 3 Tonnen schweres Wetterradar aufstellen. Mitten auf der grünen Wiese, südlich von Stuttgart. Sie, das sind Forschende und Techniker um den Meteorologen Michael Kunz. Das Radar soll helfen, Gewitter zu erforschen, um künftig schneller und genauer vor Unwettern warnen zu können. Wieso ist hier der Gewitter-Hotspot? Hier entstehen sehr viele Gewitter. Und der absolute Hagel-Hotspot, den haben wir ebenfalls hier. Unwetter mit Starkregen und Hagel richten große Schäden an. Auch lang anhaltende Dürren werden zunehmend zu einem Problem. Extremes Wetter, so die Prognosen, wird uns künftig häufiger heimsuchen. Das Aufstellen des Radars ist der Start zu einer großen wochenlangen Messkampagne, die die Forschenden selbst in einen der schwersten und gefährlichsten Gewitterstürme des Jahres bringen wird. Ihr Ziel? Mit dem Radar und anderen Messgeräten möglichst viele Daten sammeln, um in Zukunft Gewitter genauer vorhersagen zu können. Denn bislang kann die Meteorologie nur die allgemeine Gewitterlage bestimmen, aber nicht erkennen, wann und wo genau Unwetter auftreten. Und auch nicht, wie heftig sie sein werden. Das Projekt soll auch Vorhersagen über Hagel ermöglichen. Denn der verursacht neben dem Starkregen die schwersten Schäden. Die können so groß werden, die können sogar noch größer werden. Gar nicht weit von hier wurde das größte Hagelkorn im Jahr 2013 gefunden, das jemals in Deutschland gefunden wurde. Durchmesser 14 cm, also das ist noch mal ein bisschen größer als dieses hier gewesen. 2013. Ein Gewittersturm richtet in Reutlingen, nur wenige Kilometer vom Forschungsort entfernt, Schäden in Höhe von über 3 Milliarden Euro an. Nicht nur Unwetter, auch Dürren haben Deutschland in den letzten Jahren heimgesucht. Das Wetter, darauf deutet vieles hin, wird extremer. Selbst Tornados könnten häufiger in Mitteleuropa auftreten, wie der in Tschechien dieses Jahr. Und die Extremereignisse, Starkregen und Trockenheit, wechseln sich ab, mit schweren Folgen. Das Team von Michael Kunz analysiert die Schäden. Wie im Ahrtal im Sommer 2021. Der Geophysiker Andreas Schäfer hat mit Hilfe von Fotos und Videos die Höhe der Überschwemmungen berechnet und visualisiert. So will das Team künftige Risiken erkennen. Die Ortschaften an der Ahr werden von einer meterhohen Flutwelle getroffen und überflutet. Hier ist es kein Gewitter, sondern massive Regenfälle, die der Klimawandel verstärkt haben könnte und deren Wassermassen sich in einem engen Tal sammeln. Geschätzter Gesamtschaden bis zu 30 Milliarden Euro. Mehr als 170 Menschen sterben. Für Andreas Schäfer, selbst überrascht vom Ausmaß der Zerstörung, gibt es keinen Zweifel. Das kann, das wird wieder passieren. Es ist vielleicht politisch ein Affront, das zu sagen, aber man sollte sich einfach mal überlegen, ob es Sinn macht, in so einem eng eingeschnittenen Tal in der Dichte zu wohnen. Wir haben auch anderswo bestimmt genügend Bauflächen, wo man zur Not wohnen kann. Aber natürlich, unsere Ortschaften sind lange gewachsen. Die Leute wollen in der Heimat ziehen. Das heißt, die haben sich ihre Flächen gesucht. Und wenn man dann natürlich nicht berücksichtigt, wo ist es denn vertretbar, überhaupt langfristig zu wohnen, weil eben eine Naturkatastrophe das regelmäßig heimsuchen kann. Und tatsächlich muss man sagen, baulicher Hochwasserschutz ist hier nur in begrenztem Maße möglich, weil das Wasser kann ja nirgendwo anders hin. Den Wiederaufbau im gefährdeten Tal findet das Team aus wissenschaftlicher Sicht fragwürdig. Und auch im Verhalten vor Ort bei solchen Ereignissen sehen sie viele Fehler. Michael Kunz fordert daher, dass alle Menschen geschult werden müssen im Verhalten bei extremen Wetterereignissen. Wie wird richtig reagiert? Und wir sehen das bei solchen Ereignissen auch im Fall des Ahr-Hochwassers. Die Menschen laufen in den Keller, um noch mal irgendwie Wertgegenstände rauszusuchen, weil der Keller natürlich schnell vollläuft. Im Keller gibt es oftmals elektrische Installationen.
Gefahr von Stromschlag. Oder wenn das Wasser gegen die Türe drückt, die Kellertür geht in der Regel immer nach außen auf, da reicht so viel Wasser und sie kriegen die Türe nicht mehr auf. Das heißt, sie sind im Keller eingeschlossen. Und das sind Tode, die einfach vermeidbar sind. Aufstieg auf einen knapp 40 Meter hohen Mast im Fichtelgebirge. Klimaforscher Wolfgang Babel klettert in seiner Freizeit. Die Messgeräte oben auf dem schwankenden Mast zu prüfen, macht ihm daher Spaß. Manchmal ist es auch ein wenig aufregend, gerade wenn der Wind etwas stärker weht, dann wackelt es hier. Wir haben auch Böen. Es ist natürlich immer ein bisschen eine Aufregung, sich auf so ein enges Türmchen zu begeben und sich anseilen zu müssen und nicht einfach sicher stehen zu können. Aber man gewöhnt sich sehr schnell dran. Babel misst auf dem Turm den Wasserdampf in der Luft. In seinen Daten sieht er, dass die Feuchte zunimmt. Um 7% mit jedem Grad Klimaerwärmung. Das erzeugt massiven Regen. Andererseits aber auch Trockenheit. Also beides sind logische Folgen des Klimawandels. Dadurch, dass die Atmosphäre wärmer ist und mehr Wasserdampf aufnehmen kann, können sowohl häufiger Starkregenereignisse auftreten, weil mehr Wasserdampf zur Verfügung steht für den Niederschlag. Auf der anderen Seite können Trockenperioden auch sich länger ausdehnen, dadurch, dass es heißer ist und die Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Die Folge könnten langanhaltende Dürren sein, wie die 2018 und 2019. Oder auch Jahre mit viel Niederschlag, wie 2021. Ein Grund dafür könnten auch Veränderungen von Luftströmungen in großer Höhe sein. Dort treibt der Jetstream Luftmassen von West nach Ost und damit auch abwechselnd feuchte Tiefdruckgebiete und trockene Hochdruckgebiete über Europa. Wegen des Klimawandels erwärmt sich die Arktis stärker als der Äquator. Der Temperaturunterschied zwischen beiden nimmt ab. Dadurch, so die Theorie, meandert der Jetstream stärker und verlangsamt sich. Und damit werden Hochdruck- und Tiefdruckgebiete quasi blockiert. Dann ist halt immer die Frage, wo ist eben diese Blocking-Situation? Die kann natürlich mal ein bisschen mehr westlich über Europa sein, aber auch sehr oft wird sie beispielsweise eben über Skandinavien beobachtet. Und dann ist es eben so, dann liegt Deutschland perfekt vorderseitig dieser Wettersituation. Und dann kommen die warme, feuchten Luftmassen aus dem Mittelmeerraum oder auch aus dem Atlantik, werden nach Spanien, nach Deutschland transportiert und sind die perfekte Bedingungen, damit sich hier relativ viel Gewitter bilden können. Und die will das Forscherteam mit seinem Radar erfassen. Wenn sie sie dann lokalisiert haben, wollen sie die Gewitter mit ihren Messgeräten untersuchen. Erst aber muss das tonnenschwere Gerät montiert und in Betrieb genommen werden. Also, Radar ist jetzt erreichbar. Ich kann es steuern und es hat seine eigene Funktion überprüft und hat erstmal gesagt, dass soweit alles in Ordnung ist. Das Radar wird dann aber nur anzeigen, welchen Verlauf das Gewitter nimmt. Um vorherzusagen, wann es sich wo und wie stark entlädt, muss das Team die Vorgänge mitten in einem Gewitter messen. Mit Ballonen. An die knüpfen sie Minisonden und wollen testen, ob das funktioniert. Die Minisonden stecken in Kaffeebechern. Darin ein GPS-Sender, Temperatur- und Feuchtesensor. Die wollen die Meteorologen an den Ballonen hängend dann in eine Gewitterwolke aufsteigen lassen und die Bedingungen dort messen. Also für mich ist es spannend, weil ich damit mit einem kleinen Messgerät in Bereichen der Atmosphäre vordringe, wo ich eigentlich sonst keine Informationen bekommen kann. Das ist eine tolle Sache. Während des Gewitters werden die beiden keine Zeit für Tests haben. Daher testen sie die Ballons jetzt. Dann los! Der Teststart klappt und die Sonde übermittelt alle Daten. Auch die per GPS ermittelte Flugbahn. Wir wollen diese Sonden ja in den Aufwindbereich reinbringen. Der Aufwindbereich hat bei großen Gewittern eine horizontale Ausdehnung von vielleicht 10 Kilometer. Bei sehr großen Gewittern. Aber insgesamt haben wir da eine ganz gute Chance, das reinzubringen. Währenddessen rollen Kunz' Kollegen ein schweres Mikrowellengerät in ein Weizenfeld, ein paar Kilometer vom Radar entfernt. Damit wollen sie später Temperatur und Feuchtigkeit in der Umgebung eines Gewitters erfassen. Die Apparatur steckt in diesem Gerät, das sie Briefkasten nennen.
Mit diesem und anderen Geräten werden sie alle wichtigen Werte der Atmosphäre in einem Luftwürfel von 10 Kilometer Kantenlänge detailliert und sekundengenau erfassen, während es blitzt, donnert, hagelt und schüttet. Dazu gehören auch solche Laser. Sie erfassen jeden Regentropfen und jedes Hagelkorn, auch deren Größe, wenn sie durch den Spalt fallen. Ein Lichtradar wird Informationen unter anderem über die Aerosole und den Wind liefern. Nach wochenlangem Aufbau und Einrichten aller Geräte beginnt jetzt das Warten auf die Gewitter, die heftiger werden, als das Team erwartet. In Bayreuth beobachtet die Ökologin Stefanie Thomas, dass die zunehmende Feuchte und Wärme in Deutschland die Lebensbedingungen für tropische Stechmücken verbessern. Wie Sie sehen hier in den Regentonnen, und das ist ja auch der Sinn der Sache, wird das Wasser gesammelt. Das heißt, es steht auch für sehr lange Zeit in den Regentonnen drin. Das ist eigentlich sozusagen optimales Bruthabitat für die Tigermücke. Sie kommt aus Südostasien, ist dort eigentlich in Bäumen, Baumhöhlen angesiedelt, wo sie ihre Eier ablegt, in kleinen Wassermengen. Also sie braucht eben nicht die großen Auen mit viel Wasser und Überschwemmung, sondern gerade Regentonnen oder noch kleinere Untersetzer, Unterpflanzen, die nass sind, die gewässert sind. Das ist das optimale Bruthabitat. Dass der häufigere Starkregen mit Wasser versorgt. Hinzu kommen noch die höheren Temperaturen, die der Klimawandel bringt. Gute Lebensbedingungen für die Mücke, die Überträger ist für gefährliche Krankheiten wie Dengue und Chikungunya. Noch hat die Mücke hierzulande keine dieser Krankheiten übertragen. Aber das, so befürchtet Stefanie Thomas, wird sich ändern. Sie hat mit Klimamodellen berechnet, wie gut sich Deutschland jetzt und in Zukunft als Lebensraum für die Tigermücke eignet, auf der Karte rot dargestellt. Das besorgt mich wirklich, denn bisher habe ich und auch meine Kinder in einem Deutschland gelebt, das eben keine Probleme mit stechmückenübertragenden Krankheiten hatte. Thomas hat berechnet, wie stark sich die tropischen Krankheiten nach einer Übertragung durch die Tigermücke zu bestimmten Jahreszeiten weiter verbreiten würden. Weil die Mücke selbst in kleinsten Wasserbehältern brüten kann, ist jeder gefordert, deren Ausbreitung zu verhindern. Es geht also immer über die Informationen der Bevölkerung, vielleicht in diesem Stadtviertel oder in diesem Schrebergartengebiet, wo die Tigermücke auftritt, zu informieren. Wie sieht sie aus? Was sind ihre beliebten Orte, um Eier abzulegen? Und die Menschen zu bitten, hier Wasser zu entziehen, ich sag mal Starkregenereignis, Gefäße im Garten sind aufgefüllt mit Wasser. Das liebt die Tigermücke, da ist sie sofort da und würde brüten. Dass man also Gefäße umdreht, dass man in Regentonnen schützt, indem man zum Beispiel BTI-Tabletten einlegt, um die Stechmückenentwicklung zu reduzieren. Und dem Starkregen folgen lange Trockenperioden, befürchten die meisten Klimawissenschaftler. Schon in den letzten Jahren war der Boden extrem ausgetrocknet. Diese Trockenheit wird nicht direkt gemessen, sondern aus Temperatur und Regen berechnet. Durch den Leipziger Klimawissenschaftler Andreas Marx. Seine Modelle zeigen, wie trocken der Boden bis in welche Tiefe ist. Und er kann auch vorhersagen, wie trocken es künftig wird. Wenn die Erde sich mehr als 2 Grad erwärmt, das heißt, wenn es Richtung 3 Grad geht, und das ist kein unwahrscheinlicher Fall, sondern das ist eher eine Situation, auf die wir im Moment gerade zusteuern, sieht es auch in Deutschland so aus, dass die Zeiten und der Dürre sich stärker verlängern, das heißt, um ungefähr die Hälfte zunehmen. Das wird dann zu niedrigen Pegelständen der Flüsse führen, wie 2018 an Rhein und Elbe. Als kaum noch Schiffsverkehr möglich war und Waren nicht mehr per Lastkahn transportiert werden konnten. Ein Problem auch für Fische, deren Lebensraum nicht nur kleiner wird, sondern die auch durch wärmeres und damit sauerstoffärmeres Wasser bedroht sind. Unter Wassermangel leidet auch der Wald, vor allem wo es schon immer eher trocken war, wie in Unterfranken in Nordbayern. 120 Jahre alte Rotbuchen, ihre Rinde platzt ab, sie sterben. Der Grund? Extreme Trockenheit. Wenn eine Buche normal abstirbt, dann ist es ein langsamer Prozess. Aber das, was wir jetzt 2019 und auch jetzt 2020 sehen, das ist ein schlagartiger Verlust
der Rinde, das Holz scheint drunter hell hervor. Das sieht so aus, als wenn der Baum seine Haut verliert. Und das ist schon irgendwo zutiefst deprimierend. Stefan Thierfelder versucht, mit anderen Baumarten den Wald zu erhalten, mit Elsbeere und Speierling. Ein schwieriges Unterfangen, jetzt in Zeiten des Klimawandels, einen Wald zu planen, der erst in 50 bis 100 Jahren ausgewachsen sein wird. Wie schafft man das in der Zukunft, Bäume noch in so eine starke Dimension zu bekommen? Und der Weg ist im Moment der, dass man sagt, möglichst viele Baumarten auf einer und derselben Fläche mischen, um damit auch das Risiko zu streuen. Wir haben gesehen, wenn jetzt einzelne Buchen in diesem Wald absterben, dann stehen daneben noch Eichen, stehen noch Hainbuchen, es stehen Kirschen, Elsbeeren, Speierlinge da, sodass der Wald als solcher erhalten bleibt. Immerhin haben sich manche Speierling-Anpflanzungen bisher gut entwickelt. Sie werden wohl künftig häufiger im Wald zu sehen sein. Und auch andere Baumarten haben bereits stattliche Ausmaße erreicht. Durchmesser 70 cm. Eine Kirsche. Mitten im Wald. Genauer gesagt, eine Vogelkirsche. Das sind trotz Dürren und Klimawandel und vieler sterbender Bäume hoffnungsvolle und vielleicht sogar schöne Aussichten. Wenige Kilometer entfernt kontrollieren Mitarbeiter des örtlichen Wasserwirtschaftsamts das Grundwasser. Per Handmessgerät prüfen sie, ob die Sensoren in der Tiefe des Brunnens korrekt anzeigen. Das Ergebnis? Leider ja. Weil es so wenig regnet, sinkt der Grundwasserspiegel kontinuierlich seit 20 Jahren. In den letzten Jahren besonders stark. Selbst der Regen des Jahres 2021 brachte nicht genug Wasser. Was ist, wenn es künftig weiter so trocken sein wird? Das ist eine gute Frage. Ich kann nur hoffen, dass wir dann tatsächlich wieder feuchtere Winterhalbjahre bekommen. Nach diesem, ich sag mal, relativ durchschnittlichen Winterhalbjahr müssten wir mindestens noch 5-6 Winterhalbjahre, nasse Winterhalbjahre bekommen, um wirklich ein bisschen Auffüllung des Grundwassers zu bekommen. Um die schlimmsten Folgen der Wasserarmut zu verhindern, will Leonhard Rosentritt eine 26 Kilometer lange Wasserleitung bauen, die die Gegend aus einer entfernten Talsperre versorgt. 15 Millionen Euro wird allein diese Leitung kosten. Und noch weitere sollen verlegt werden. Dennoch kann es passieren, dass in kommenden Sommern in Unterfranken der Wasserverbrauch der Privathaushalte beschränkt werden muss. Die Jahre 2018 und 2019 waren auch für die Landwirtschaft verheerend. Schon im Herbst 2018 sah es mancherorts so aus. Dann kam noch das trockene Jahr 2019 dazu. Manche Wissenschaftler sprechen schon von Steppengebieten im Norden Bayerns. Künftig werden viele Bauern ihre Felder künstlich bewässern müssen. Und es wird auch an Feldfrüchten geforscht, die der Trockenheit trotzen können. Auch das wird viel Geld kosten. Die Folgen des Klimawandels werden teuer. Aber es gibt auch Hoffnung. Auf Versuchsfeldern der Universität Bayreuth wird das künftige Klima schon heute erzeugt. Mit kleinen Dächern. Die reduzieren den Niederschlag um ein Drittel. Die Ökologin Anke Jentsch beobachtet, welche Folgen das für die Wiesen hat. Mit Wärmelampen erhöht sie die Temperatur. Ende des Sommers erntet sie, was dann noch wächst. Um herauszufinden, welche Pflanzen dem Klimawandel trotzen werden. Da sich die Rahmenbedingungen aber ständig ändern, unser Klima sich jetzt so massiv und auch unberechenbar und unvorhersagbar für viele Organismen ändert, liegt eigentlich die beste Strategie darin, diese Vielfalt, diese Unterschiedlichkeit zuzulassen. Das heißt, Arten miteinander zu haben, die mal besonders viel zur Leistung beitragen können und dann, wenn die Rahmenbedingungen sich ändern, ihre Rolle zurücknehmen, dann
kompensieren andere. Es gibt sogar diesen Mechanismus der Überkompensation. Und da beobachtet man, dass einzelne Arten sogar mehr Biomasse produzieren, obwohl die Ressourcen limitiert sind, beispielsweise gerade eine Dürre herrscht. Wenn die einen an der Dürre leiden, haben andere eine Chance und produzieren sogar mehr Biomasse. Dieser Ersatz funktioniert aber nur, wenn sehr unterschiedliche Arten in einer Wiese vorkommen. Das gelingt nur, wenn die nährstoffarm ist, also das Gegenteil der heute meist überdüngten Wiesen. Viele unterschiedliche Arten, so Anke Jentsch, bieten die besten Chancen, sich gegen den Klimawandel zu wappnen. Die Unterschiedlichkeit ermöglicht es, dass jeder zu anderen Zeiten zum Zuge kommt, bei wechselnden Rahmenbedingungen. Und auf Gemeinschaftsebene ist da die Stabilität wahrnehmbar, die eigentlich dadurch zustande kommt, dass immer andere Mitglieder dieser Gemeinschaft einen Beitrag leisten. Und auf diese Unterschiedlichkeit kann man setzen. Die Biologin Cornelia Marzini und ihr Kollege Dominik Kretzer tun dies. Mit Blühstauden aus Nordamerika und Zentralasien, die keine heimischen Arten verdrängen. Rhopsis tinctoria. Und Blütenzustand 5. Ne? Genau. Hier hat es ja nicht geregnet. Schaut euch mal die Sprünge an. Da ist ja gar nichts runtergekommen. Aber die kommen trotzdem noch irgendwo unten dran. Ne? Ja, irgendwie sind sie mit den Wurzeln drin im Wasser. Offensichtlich kommen die rund 25 verschiedenen Arten mit der Dürre gut zurecht. Die Pflanzen sollen geerntet und statt Mais und Raps zu Biogas vergoren werden. Obwohl es hier wochenlang nicht geregnet hat, steht ein kleiner Dschungel auf dem Feld, der auch Insekten viel Nahrung bietet. Bei der Trockenheit, das läuft ja von allein hier. Also da muss man nicht um Regen bangen und bitten. Das ist das Grundwasser. Die haben ihre Wurzeln auf Grundwasserebene drinnen. Und so frisch, wie das da steht, das Ding ist safe, sag ich mal. Mit Artenvielfalt und Artenreichtum gegen die Trockenheit. Aber was muss geschehen, um mit den Folgen künftiger Starkregen und mit Überschwemmungen fertig zu werden? Ein Schutz für die Ortschaften bietet die sie umgebende Landschaft. Dort gibt es meist große, monotone, leergeräumte Flächen statt kleiner Felder, die sich mit Hecken und Wäldchen abwechseln. Der Geoökologe Karl Bayer-Kuhnlein sieht in diesen Flächen eine besondere Anfälligkeit für Überschwemmungen. Da wurde ermutigt, dazu zu pachten, Flächen zusammenzulegen. Früher hat das die Flurbereinigung getan, heute macht das der Markt im Grunde. Und das führt dazu, dass wir große Schläge haben, also große einheitliche Flächen, die dann natürlich bei einem Starkregenereignis wie ein Sammelbecken wirken. Wohingegen solche Waldstücke, Hecken, kleine Gehölzstrukturen in der Landschaft den Abfluss verhindern, auch zur Grundwasserneubildung beitragen dann, weil das Wasser dort ja festgehalten wird, Erosion verhindern. Also eine ganze Vielzahl von Leistungen für uns erbringen, die wir natürlich nicht sehen, wenn nicht gerade ein Starkregenereignis erfolgt. Zurück zu den Meteorologen, die auf Gewitter warten. Seit Tagen schon ist es heiß und schwül. Susanna Mohr und Michael Kunz bereiten die Minisonden mit GPS, Temperatur- und Feuchtefühlern vor, die sie mit Ballonen in ein Gewitter bringen wollen. Ja, heute erwarten wir einen größeren Gewitterkomplex, vielleicht die Form eines mesoskaligen konvektiven Systems. Das sind einfach große Gewitterkomplexe. Und da wollen wir jetzt mal messen, wie verändern sich die Umgebungsbedingungen auf der Vorderseite der Gewitterzelle. Und vielleicht schaffen wir es sogar, in die Gewitterzelle da zwei oder drei von diesen Sonden reinzukriegen. Südlich von Tübingen haben die Meteorologen ihre Zentrale. Hier laufen alle Daten der Messinstrumente ein. Auch die des großen Radars, das sie Wochen zuvor installiert haben. Es zeigt, von Südwesten her nähert sich eine große Gewitterfront. Bei uns heißt es, dass es langsam spannend wird und wir schon etwas nervös werden. Man sieht natürlich die Gewitterzelle und da wird man natürlich als Meteorologe unglaublich nervös fahren, wenn man beschließt, dann noch Stormchasen zu gehen.
Also mitten rein in das anrollende Gewitter. Immer mehr Feuchtigkeit sammelt sich jetzt in den warmen unteren Luftschichten. Wenn der Druck so groß wird, dass sie in die kalten oberen Schichten durchbrechen, können Gewitter entstehen. An der Messzentrale registrieren die Meteorologen immer mehr Wärme und Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Also immer mehr Energie für Gewitter. Jetzt müssen sie schnell sein. Sie wollen vor das Gewitter fahren, um dort ihre Sonden in den Aufwind zu bringen. Während Susanna Mohr die Radiosonden einschaltet und für den Start vorbereitet, beobachtet Michael Kunz das Wetterradar und die Zugbahn des Gewitters. Im Regensturm muss Susanna Mohr die Sonden an den Ballonen festmachen und sich beeilen. Signal ist alles da. Hoch! Die Sonden haben Funkkontakt und das Gewitter ist nah genug. Und tatsächlich scheint die erste Sonde in die Gewitterwolke gezogen zu werden. Ganz viele Blitze. Die Bedingungen sind gut. Susanna Mohr versucht es mit noch einer Sonde. Jetzt nehmen wir drei Ballons, weil der Regen schlimmer geworden ist und Hoffnung, dass es dann klappt mit dem Aufschlag. Der massive Regen droht, die Ballons auf den Boden zu drücken. Jetzt habe ich Signal. Jetzt kannst du los. Und los. Und Start. In der Wolke bewegen sich die Ballonsensoren wie der Hagel. Sehr schön, sehr schön. Hagel entstehen, Entstehung vor allem großer Hagel, möglichst lang in dem Aufwindbereich bleiben oder in dem Bereich, wo sich eben der Hagel bildet, in dem Hagelbildungsversuch. Aber ganz wichtig, möglichst lang. Je länger die Zeit, umso größer kann das Hagelkorn werden. Künftig wollen sie diesen Vorgang und somit den Hagel vorhersagen können. Wir sind jetzt, muss man jetzt auch sagen, mit drei Fahrzeugen glücklicherweise nicht direkt im Zentrum der Gewitterzelle, weil da haben wir jetzt Hagelmeldungen 5 cm und da würden unsere Autos schon ordentlich kaputt gehen. Nur wenige Kilometer entfernt entfaltet das Gewitter seine volle Wucht. Hagel verstopft Gulis, Straßen überfluten. Die Feuerwehr muss 5 Menschen vor dem Ertrinken retten. Am späten Abend in der Messzentrale. Die Meteorologen haben viele Daten bekommen von ihren Ballonsonden und den anderen Messgeräten. Letztlich zielt das Ganze ab. Wir müssen die Prozesse und die Mechanismen besser verstehen. Und wenn wir das besser verstanden haben, dann können wir die Vorhersage auch verbessern. Dazu werden sie aber noch mehr Daten sammeln und in viele Gewitter fahren müssen. Der Klimawandel und die daraus folgenden Extremwetterereignisse stellen neue große Herausforderungen. Die Wissenschaft zeigt Möglichkeiten auf, diese zu meistern. Umsichtiges Bauen. Genauere Vorhersagen und bessere Warnsysteme. Verringerung der Emissionen. Artenreiche und abwechslungsreiche Landschaften. Der Natur Raum geben. Und lernen, mit den Risiken des Extremwetters umzugehen.